Herzlich willkommen. Wir sind dann wieder auf dem Kanal. Ihr hört es schon, ich bin top unterwegs. Es geht nach Prag mit der ganzen Klasse, mit der 12. Klasse, letzte Profilfahrt bzw. Klassenreise. Ey, das wird so geil. Also ich bin schon richtig drauf gespannt, wie es wird. Zusammen werde ich ein Zimmer mit Luca, Luke und Bruno Seefeld teilen. Also auf jeden Fall eine sehr gute Zimmeraufteilung. Also seid gespannt, es wird ein sehr gutes Video. What's up, man? Ja, Bruno hat mal wieder reingeschissen, also er hat jetzt einen anderen Bus genommen. Eigentlich wollten wir alle zu dritt fahren, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Er war mal ein bisschen zu spät, also ist ja jetzt schon ein Altener und wir sind noch im Bus, aber wir sind auch gleich da. Guck mal unsere Koffer. Ganz chillig im Bus, wird schon ganz cool. So, dann müssen wir Bruno suchen. Oh, die Bombe ist drin. Die ganze Playstation mit Luca Nackenkissen. Ey, ich mach's zu peinlich, als ich gefilmt habe. Ja, ist mir auch peinlich, du zensierst mich auch, weißt du, wahrscheinlich. Ganz einfach. Ja, ja. Ich weiß. Ich strike dein Video, ne, wenn du mich nicht zensierst. Wie würdest du striken? Eine Person reicht nicht aus dafür. Ihr seht auch nicht scheiße aus, versprochen. Mach mal, mach mal. Du zensierst mich, ne? Also, Zug angekommen. Digga, wo sind wir denn gelandet, Digga? Die ganze Gast. Ja, ich meine Freunde sind nicht die hellsten Kerzen. Ey, Bruno, hör mal auf zu blamieren, auf Ernst. Männer, wir können noch was? Nochmal vorne. Jungs, die Weiber müssen wieder einsteigen. Nee, ich komme gleich durch. Ich hab die falsch eingestiegen, auch sehr gut. Was ist denn hier? Komm mal runter, Digga. Angekommen im Zug. Johann. Halt deine Fresse. Kurz Update. Wir befinden uns. Oh, mein Turm. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in Berlin. Ja, ernst, mach ich. Also, wir befinden uns jetzt fast in Berlin. Und wir haben noch gut 5 Stunden vor uns. Und ja, jetzt spielen wir das Spiel. Wer bin ich? Hier ist auch ein bisschen eskaliert. Ich bin ein bisschen nass geworden. Ich habe eine gute Idee. Lass mal aus Prinzip den deutschen Trainer von der Türkei nehmen. Ja, ich bin immer noch zu mir. Zensier dich, ey. Sag mal alle zu mir. Auf Ernst, sag mal was. Nice. Nice. Und die Kappa Bäder. Ich kann nicht. Und die Kachbau auf Wälder, sie denkt an meine Herren. Und da hört sie auf, ne? Dann hört sie auf. An den Band! Hallo? Oh, Digga, immer wenn ich die Kamera mache, die tun sollte, ob ich cool wäre, Digga. Ist doch so. Wir sind circa 1,5 Stunden da. Ich hab das nicht aufgenommen, deshalb. Tag angekommen. Also hier sind echt viele Touristen. Bruno, wie gefällt es dir soweit? Super, ne? So right now we're in Prague and so we took the train. It took us like 7 hours to get here from Hamburg. So right now for my American friends, it's like a senior trip we do all together. And now we're heading to the hotel where we're staying for 5 days. Yeah, really excited, it's gonna be a lot of fun. And at 7:30 p.m. we're gonna meet up with all the other classes that are coming right now too. They're on the way still. And yeah, it's gonna be fun. Ja, wie sehr. Aber das Interview.
we are here landed in Prague. Yeah, I'll say less, man. Wir sind jetzt angekommen. Das Zimmer sieht folgendermaßen aus. Einmal das Hochbett hier. Achso, ja. Bildschirm. Hier ist hier. Luke beschwert sich mal wieder um die Hygiene. Wir warten gerade auf Luke, bis er fertig ist zu duschen. Schon 20 Minuten und die spielen schon das erste Fortnite-Game. Grüne Oberkappe frei. Hey, Nazi. Nazi. Guck mal diese Aussicht an. Erstmal geduscht. Jetzt gehen wir um was. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir gehen jetzt was essen. Jetzt gehen wir erstmal was zu snicken. Wir gehen was essen. Wasser, weil das Wasser hier kann man leider nicht trinken. Come yes, sir! Sollte man vielleicht vermeiden, Digga. Ja, das Wasser sollte man hier nicht auf trinken. Noch so genug. Und dann? Das auf Video. Weißt du, was man auch vermeiden sollte? Here I come. Oh, here I come. Sagst du? Nein. Ey, ich hab mich so kurz angekündigt, ich hab mir so einen Schatz eingezogen. Also wir gehen jetzt was trinken und was essen. Was trinkt denn Alkohol am Ritz? Wow. Das meinte ich jetzt nicht, aber egal. Okay, haut rein. Aber auf Ernst, Digga. Bro! Oha, ey, on the top, Digga. Auf Ernst, Digga. Was weiß ich? Ey, lass mal kurz gucken. Auf Ernst, das Rooftop. Lass einen 20er Lachs machen, Digga. Was sind die wieder denn gespannt? Hallo. Moin. Moin. Er dreht YouTube-Video. Ach, wie scheiße. Das ist echt geil, dass man so, man kann Leute kennenlernen. Ja, das bockt auf Ernst, ne? Ja, was ist so mein Ich weiß. Wir fahren jetzt in die Stadt. Welcome. Machst du denn YouTube auf Deutsch? Nein, auf Deutsch. Siehst du doch, Bruder. Ein paar Mitschülerinnen vorstellen. Hi Leute, was geht? Hallo Leute, herzlich willkommen zu noch einem Video von mir. What? Von mir. Hä? Er wollte dir sagen, wie er heißt. Also ich bin Vicky, Franka. Und Sarah. Sarah. Wir sind. Hier haben wir uns nochmal genannt. Das sind die drei einzigen Mädchen in unserem Profil. Hier haben wir die drei Deutschen. Einmal Jonathan, Lasse und Bruno Stamer. Darf ich einen filmen? Darf ich bitte eine Person filmen? Hey, wie schön ist es denn hier? Luca. Okay. Ist auf Ernst richtig schön, ne? Es ist 8 Uhr. Wir haben echt Hunger, wir sind alle müde, aber was soll's, es ist echt schön hier. Was war das? Ist das schön? Einmal hier, ne? Wenn du das mal blockst, dann fick ich dich. Nein, Mann. Volksversammlung. We're looking for a food place where we can eat cheap. Yeah, right now it's pretty hard because in the downtown everything's super expensive. Yeah! Go ahead. We're looking for a small shop, you know, where we can eat something, but not too expensive. Yeah. Are you okay with Turkish? Yeah. Oh, with that? Yeah. We go through that, and you turn to the left. Yes. And there's one of the best Turkish shops in Okay. Was heißt in Deutsch? Ich habe schon seit mehreren Stunden nichts ordentliches gegessen. Ich gebe mir jetzt einen Döner. Ich habe so Hunger, ne? Ich mein Falafel-Döner müsste das sein. Bruno, wie bewertest du deinen Döner? Von ich muss jetzt aufessen. Okay, jetzt müssen wir warten. Hamburg, mein Fehler. Also, der Döner. Ich bewerte mal alles so im Einzelnen, weißt du, einmal hier für euch. Ah, ist nicht so gut, das Licht, aber... Also. Egal. Also das Brot ist nicht so gut. Das ist zwar gut angeröstet, aber das ist so... Das schmeckt so wie dieses aus Supermarkt, dieses Weizen-Tortilla, kennst du? Ja. Ist dann, so ein komischer Nachgeschmack auch. Ja, ja. Ja. Der Salat ist mäßig frisch, also kann man nichts sagen. Die Soßen sind lecker. Ist
also gute Soßen. Ja. Und das Fleisch ist echt katastrophal. Also wenn man das alleine isst, dann ist das einfach trocken, einfach eklig. Das sah auch richtig komisch aus, Digga. Das ist einfach dunkel. Das ist auch, weil die schneiden das ab und tun das in eine Box rein und lassen das da, bis der Kunde kommt. Katastrophal. Aber man hat Hunger, man isst, ne? Ja. Wir haben schon seit, keine Ahnung, seit 10 Uhr morgens nichts Richtiges gegessen. Wir gehen schon durch die ganze Stadt. Haben auch echt Hunger, so richtig müde. Ob er so schmeckt nach Katzenfleisch oder so, Digga. Und Luca lenkt sich schon das. Ich hab gerade einen Knorpel, Digga, das hat. Nein, Klima, auch einen Zwang. Bewerte mal deinen Döner. Sei ein bisschen lauter. Ich hab kein Mikro. Kein externes. Ich stimme dem schon mal zu. Ja. Ist nicht lecker, Digga. Wir waren nochmal im Supermarkt, haben uns ein paar Berliner geholt. Wir haben uns entschieden, dass wir zu Footlocker jetzt gehen. Wir gehen jetzt zu der Old Town. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt, aber ich habe nachgeguckt, dass das Old Town heißt. Yes, sir. Luoski Moski. So Leute, good morning. Ich fühle mich nicht, wenn ich aufgestanden bin, Digga. Wir sind gerade aufgestanden. Wir haben jetzt Frühstück in einer Minute. Wir müssen gleich unten in der Lobby sein. Wir machen was im anderen Bild. Ja. Alle haben bis 3-4 Stunden geschlafen. Cool, wir treffen uns beim Frühstück. Frühstück. Oh yeah. Was sag ich einmal? Cornflakes, Brot, Gurken und Käse. So, folks, wir hatten gerade ein gutes Frühstück. Ja, Mann, war echt gut, Digga. Kann ich echt weiterempfehlen. Nein, war jetzt nicht das Beste, aber auf jeden Fall besser als gar nichts. Wie ihr sehen könnt, ich bin sehr müde. Ich schieb die Schuld immer noch auf Luke, Bruno. Wir gehen jetzt nochmal kurz zu Lidl. Und danach machen wir einen Abstauber in die Stadt, ne? Kurzen Abstauber mit Luca. Was geht? Und damit herzlich willkommen zum zweiten Tag. Video von Amrita Zink. Du kannst nicht sagen, herzlich willkommen zum zweiten Tag, wenn du schon ein Frühstück gefilmt hast, Digga. Was ist das denn für ein Intro? Nein, das ist trotzdem ein gutes Intro. Ja, okay. Scheiß drauf. Eben haben wir richtig schön uns die Magen voll gehauen. Haben wir mal Wasser bei Lidl gekauft? Genau. Jetzt geht's erstmal in die Stadt. Das ist ein schöner Lutscher. Ich wünsche mir Lolli. Zum Museum. Ein bisschen für 61. Schmeckt das aus. Und ja, mal gucken, wie es wird, ne? Die ganze Klasse einmal von hinten, ne? Luca, Vicky, Wetterhahn und Johann. Yes, sir. Wie viel ist das wert? Was denkst du? Ich schätze mal so. Ja, auf Ernst damit kann man nicht werden. Ein Ding schon kann man. Bitte nicht vergessen zu liken, subscriben und abonnieren. Dankeschön. Und Luca, ich danke dir ganz von ganzem Herzen, dass du das mit der Kameraführung übernimmst. Kein Ding. Stadttour. Das war geil. 3 Stunden. Das ist crazy, Digga. Ui. Was geht mit den Deutschen hier? Aber warum die Deutschen hier? Bist du rassistisch, ne? Hä? Ich bin gar kein Deutscher. Ich bin Franzose, Pole, Spanier. Dann sprich mal die Sprachen, die du kannst. Deutsch. Je m'appelle Jonathan. Und dann Englisch? What up, boys? I'm from the Bronx right now. What up, blood. Oh, wir sind schon wieder hier. Einmal was
Kulturelles hier. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber ich weiß auch nicht, wie das heißt. Ach, es ist sehr peinlich gerade, weil jeder mir zuguckt und ich will das gerade nicht machen. Also stopp. Yo, I'm also in the block. Also, ich gebe dir Sahne, der Creme. Ach so. Gebe ich eine 7 von 10. Was gibst du meiner Sahne? Bro, what are you talking about, man? Nein, auf Ernst, nein. Willst du auch was von meiner Sahne probieren? Stop it. Get some help. Psst. Ey, weißt du, was sie sagt? Hä? Ja, das Wasser, er wird gekocht und so. Sie kocht das bei diesen Schlitzaugen. Das ist billig und so. Weil das, wer meint das? Diese Tinte? Ja. Habt ihr ihn? Hä? Die Schokolade. Sie meinte, das schmeckt richtig schlecht und so. Jeder sagt, es schmeckt gut. Nein, die Schokolade schmeckt auf Ernst gut, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich es abbeißen kann. 160 Kronen dafür. Auf Ernst ist teuer. Alles, was du merkst, sag mal, was umgerechnet ist für den YouTube-Zuschauer aus Amerika. Umgerechnet ist mein 6 Euros for 7,5 Dollars. Das sind ca. 5,50 Euro, jetzt mal so grob ausgerechnet. Grob, Brudi, du hast schon Döner. Mach keinen Platz, alles gut, Digga. Ja. Jedes Mal das gleiche, Digga. Aber erst Leute machen hier keinen Platz für euch, also ihr müsst den Weg selbst finden. Als bis 10? Das ist einfach Brot mit cooler Zucker drauf. Digga, bewerte. Wir haben gerade Insider vom Gym bekommen. Einfach ungarisch, nicht tschechisch. Das ist nicht von Tschechien, ne? Und die schreiben auf ihren Stand. Original tschechisch und so, das ist fake. Oh ja. Dann lass ich nach. Haben wir noch nie geschenkt. Das ist super geil! Ich will auch probieren. Das schmeckt super geil! Das schmeckt mega geil, Digga! Von wem war das? Ich glaube, das ist sogar der beste Part, ne? Ja, das ist cool. Oha! Oha! Alter, ist auf, Digga! Ich sag 9 von 10. 9 von 10, auf Ernst? Wir sind mit dem offiziellen Programm für heute durch. Zeit bitte um 11 zurück im Hostel. Frühstück schon um 7.30 Uhr. Frühstück um 7.30 Uhr. Wir sind um 10 Uhr im Hostel gegangen. Wie 7.30 Uhr? Eine halbe Stunde eher als heute.